Einen wunderschönen Dienstag. Das Game ging fix. Das kam ja wie aus der, ne? Dingens geschossen. Wie ist das Ding? Kanone. Danke. Prost. Nicht lange gefackelt, direkt Mastermind. Wir haben bald schon Banana Bank, Late Game Millennium, Berserker. Tempest brauchen wir nicht. Obwohl. Nee, brauchen wir nicht. Winter brauchen wir nicht. Tempest brauchen wir nicht. So, jetzt hat die Frage: Wir haben da schon Arcane Armor. Brauchen wir den Millennium unbedingt noch? Eigentlich nicht. Arcane Swift Fortified, ja. Und das ist Backlight. Und da haben wir auch nochmal Arcane. Lassen wir so. Und sagen ihm schon mal Bescheid, dass wir Banana Bank gehen. Und die Musik ist wieder. Hallo? Nein? So. Besser. Jetzt höre ich mich selber. Huh. Baraduel. Und der Haspin. Was auch immer er geht. Wir können auch einen 5-Worker-Start geben mit Waldschirm, mit Double Gargoyle hält man 3. Und 2 auch. 5-Worker-Start, aber ich weiß halt nicht, wie ich dann Viecher halten soll. Wie ich dann gegen 6 auf Value kommen soll. Naja, nee, wir gehen Banana Bank. Er geht Triple Aqua, das habe ich noch nie gesehen. Keines, ne? Lucky me. Da geht einer Double Waldschirm. Ich schicke auf Baraduel. Baraduel ist der Double Waldschirm. Der will auf 4 geschickt bekommen. Dann soll er auf 4 die Fiend kriegen. Und er gibt Zeus only. Ich weiß gar nicht, hält Zeus alleine die 1? So wie es gerade aussieht, würde ich das sogar bezweifeln. Der hält die 1 nicht mal. Ha, da liegt der. 3 Krabbies. Kirby Crab, Crab. Crabby Crab Crab. Ja, der Waldschirm hat das ja da easy. 2 Gold. Dankeschön. 57. Haben wir sogar 10 Gold extra. Haben wir Reroll? Ne, haben wir nicht. Haben wir irgendwas, womit wir. Ja, wir wollen später. Ne, wir wollen ja splitten mit der Bank, ne? Hier die Bank hin. Auf der anderen Seite kommt dann der Berserker hin. Bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Schickt er nicht. Er schickt 40, vielen Dank. Start dankt. Und er will definitiv auf 4 geschickt bekommen. Da bedanken wir uns direkt für den League auf 4. Und gehen hier Worker. Können sogar ein mehr gehen. Anstatt nach dem Income. Und er baut immer, er baut nichts. Naja, jetzt auf 2 muss er natürlich auch nichts bauen. Hält Zeus die 2 natürlich besser als die 1. Und er geht Double Snail auf 3. Das ist interesting. Du solltest noch bauen, Signore. Signori Schnürschuh. Vielen Dank. Warum auch immer er Windhawk geht. Der liegt jetzt. Mein Kollege. Der kriegt eine Brut und dann war's das. Ihr kriegt eine Dragon Turtle. Naja. Wir gehen jetzt nochmal auf 6 Worker. Und schaffen die Fiend vor dem Income. Ihr gebt noch mehr Impact Damage. Das freut mich. Fiend muss sich auch lohnen, ne? 3 Wild Shoes. Läuft bei ihm. Warum schickt er durch? Hätte entweder auch auf 4 saven müssen oder nicht. Aber das, was er tut, ist Feeding. Schicken wir noch die Sale dazu. Alles Schaden, den die Chickens nicht abbekommen. Dann hat er jetzt ordentlich was zu knabbern. Er hat gehalten, ne? Nein. Oh.
Coworker geben. So, wir müssen jetzt sparen. Und hoffen, dass sie die gehen. Geht er auf die. Ja, er geht auf die Looter. Sehr nice. Die Fiend rasiert die Looter direkt weg. Sehr schön. Schöne Sache. Und jetzt die Wild Shrooms. Einen nach dem anderen. Die der Tempest ist mega kacke auf der Wave. Greift nämlich keine Flying-Einheiten mehr an mit der Passive. Er hält aber trotzdem, weil er zu viel Schaden hat. Schade. Hm. Auf der nächsten Wave eine Fiend resenden. Oder ein Lizard. Ne, eine Fiend. Dann schaffe ich nicht so viel Income, ne? Aber ich schaffe die Fiend auch nicht, den Lizard auch nicht vom Income. Eieiei. Ne, ich resende gleich die Fiend. Vielleicht geht der Walker. So, jetzt haben wir 146. Wir wollen dann später hier die Bazooka gehen. Und dann einen Berserker. Na, ich schaffe gar keine Fiend auf der Wave hier. Muss der Lizard sein, ne? Jetzt erstmal alles fürs Income tun. Ich komme auf 240. Kein Cent, der saved auf 6. Und ich habe verkackt. Den 6. Worker hätte ich nicht gehen dürfen. Der schickt auf mich und der wird gerade gefeedet. Ich schicke nochmal einen Lizard. Ich brauche alles Geld, was ich kriegen kann. Mit dem Berserker muss ich definitiv splitten. Komm, komm, komm! Oh, knappe Sache. So, Berserker, Split. Und jetzt habe ich noch 70 Gold. Nur eine zweite Bazooka. Das ist jetzt viel zu wenig Schaden. Scheiße, das leak ich. Ich hätte eine Bazooka, einen Zeus dahinter gebraucht. Und das waren halt echt die. Der eine Worker, den ich gegangen bin. Zwei Brutes, ja, das wird ein Leak. Oder wird die Brute rausgefokust? Ja, die eine Brute geht direkt down. Ah, sieht gut aus. Ich geh einfach mal einen Worker. Komm. Gönn's ja sonst nichts. Ah, der Berserker überlebt das nicht. Sollen jetzt die Brut rausfokussen? Hauptsache ich krieg die Brut noch. Jungs, wenn ihr die Brut kriegt, bin ich zufrieden. Sehr schön. Completely happy. Jetzt leg ich halt einen Rocco. Ärgerlich. Und ich gehe auf 8. Und weil die Wave so lange dauert, gehe ich noch einen Walk. Gehen wir. Ja, ein Gargoyle reicht. Auf der Seite mit der Banana Bank gehen wir jetzt hier den Gargoyle. Den setzen wir hier hin. Dann wir den Green Devil hier hinsetzen, weil er halt nicht ranged ist, rennt er schneller nach vorne und wird dann gefokust, deswegen ein bisschen hinter der Banana Bank setzen. Auren habe ich gar keine. Blöde Sache. Aber ich schaffe einen ordentlichen Cent auf 8. Double Fiend ist definitiv drin. Schauen wir gleich mal. Ja. Die Fiend kommt, mein Freund, die Fiend kommt. Er könnte jetzt rein theoretisch auf 8 gehen. Aber ich gehe jetzt einfach einen Wald schon beim Berserker, um den Split aufrechtzuerhalten. Finde ich ein bisschen doof, dass man das Menü immer aufmachen muss, um schicken zu können. Gibt ja schon Tastenkürzel dafür, die Mercenaries zu schicken, aber. Man muss trotzdem hier einmal draufklicken. Sonst geht's nicht. So, jetzt haben wir 225 Gold.
Da gehen wir 235, 235. Da geben wir einen Wildschirm hier. Und einen Green Devil. Oder einen Zeus. Wir gehen mit Zeus. Der Impact Damage ist zwar gerade ziemlich kacke, aber auf der 9 ist er gut und auf der 10 ist er auch gut. Mit dem hohen Attack Speed. Und er saved auf 9. Gateguard raus. Sieht bis hierher vielversprechend aus. Und bei ihm, oh ja, seiner definitiv. Und meiner auch. Sehr schön. Das wird ein guter League. Und auf der 9, wenn ich schaffe, eine Safety Move. Obwohl, nee. Das wird jetzt auf 11, nee, doch. Oder? Ich bin verwirrt. Mache ich die Safety Move oder sollte ich nicht Safety Move? Könnte natürlich auch höher mitgehen. Aber Safety Move wäre deutlich schlauer. So, ich komme jetzt auf 240, 280. Ich schaffe eine zweite Bank. Und die sollte ich definitiv auf die linke Seite bauen. Um den Zeus zu beschützen. Ich schaffe keine Mauer. Ein Hermit könnte ich schaffen, aber nicht mal mit dem Income. Er hat sehr viel Impact Damage. Nee, das macht keinen Sinn hier zu schicken. Okay, jetzt auf eine Bank. Sollten hier die neuen Safe haben. Schafft dann auf der nächsten Wave 244. Das ist noch ein Berserker. Und eine Daphne. Oder zwei Ranger. Ja. Ja, ich gehe zwei Ranger. Mit dem Zeus in Kombination sind die echt gut. Wir saven jetzt auf 11. Mit Press the Attack macht das Sinn. Die saven weiter. Das ist interessant. Die starven sich jetzt richtig. Vor allem mit dem League. Könnte passieren, dass er hier jetzt nochmal liegt. Safe. Please. Macht jetzt keinen Sinn, die auch noch zu feeden, wenn die so lang saven. So. Wir gehen noch einen zweiten Berserker. Und noch einen Ranger. Sollten jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Mit zwei Banks sollten die Extras, die dabei sind, eigentlich direkt auch rauskommen. Er ist nicht so gut aufgeschaltet, aber er hat auch zwei Berserker, die werden nicht mehr fokussiert. Die stehen ziemlich weit hinten. Und ich schaffe einen GK mit Press the Attack. 300er Cent? Eieiei, drei Brutes. Aber die eine geht nach links, das ist schon mal sehr gut. Aber die Brutes mit den auf den Berserkern ist gar nicht nice. Der King wird aber fokussiert, ne? Hat auch alle Stacks drauf, ja, sehr gut. Da hinten ist ein Hermit und ein Lizard. Ich glaube, das sollte ich halten. Ah, es war aber sehr knapp. Ich gehe jetzt nochmal Worker. Weil Kollege Schnürschuh hat mich. Und so schaffe ich den Ghost Knight vor dem Income. Das war halt gar nicht worth. Kommt halt nur die Extras durch und die sind auch noch low. Ich schaffe den Ghost Knight nicht vor dem Income. Schade. Ghost Knight. Dann geben wir Supply, sonst halten wir nicht. 162, das ist noch ein Zeus. Sind jetzt deutlich undervalue, aber sollten mit dem Reset, mit dem Send, den wir jetzt gerade machen, deutlich Gold rausbekommen. Fiend schaffe ich auch noch dazu. Ein Hermit leider nicht mehr. Oder schaffe ich noch einen Hermit? 15 mal 1,2.
Ah, es ist so dumm. 15 mal 1.2. 18. Nee. Wird nix. Noch ein Feind dazu. Er ist diesen Willen gegangen. Das ist interessant. Und hat es auch noch auf den Tempest gemacht, der ranged ist. Das heißt, der macht immer weniger Schaden. Und die saven auf 13. They save for 13. Gegen 13 gehe ich dann Fatalisierer. Und die liegen jetzt. Seine liegt schon mal 34, das ist okay. Meine liegt, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber dieser Tempest ist ganz schön tanky für den Tempest. Na, ja, der kriegt noch. Oh, kriegt er doch nicht. Lucky. Ich gehe jetzt Value. Und wir resenden. Weil die denken jetzt, sie gehen Worker, um uns auf 13 hart leaken zu können. Und da sagen wir jetzt, vielen Dank für das extra Gold auf 12. Ja, ich will die Mode schaffen, auch wenn ich dann das Income nicht bekomme. So, ich einen ersten Fatalisierer schon mal. Und noch einen Zeus hier auf der Seite. Zwei Fatalisierer gleich. Zweiter Fatalisierer schaffe ich, ja. Und einen Zeus schaffe ich dazu auch noch. Und er schafft noch einen Hermit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und die gehen auf 13. Und die sind wirklich Worker gegangen. Hat nämlich nichts dazu gebaut. Und die Safety Mode macht Work. Der seiner liegt richtig hart. Das ist geil. Meiner liegt auch. Good job. Und wir kriegen jetzt noch ordentlich Geld raus. Auch wenn das mehr Zeit für die ist. Ich glaube, mit zwei Fatalisierern bin ich gut auf 13. Und jetzt sollten wir auf 15 saven. Obwohl 15 macht keinen Sinn. Ja. And then we save for 16. Oh, GG. Ah, habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut. Gutes Game. Minions, gutes Game. Bedanke mich. Bis beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.